So, Freunde, weiter geht's. Ausgeschlafen. Ja, beim letzten Mal, wir haben ja unsere Klasse gewechselt. Also wir sind alle drei stärker geworden. Wir haben Jin, den Windelementar, gefunden. Und jetzt müssen wir dann langsam mal schauen, dass wir irgendwie unsere Festung wieder zurückerobern. Ja. Out. Ja, chillt mal. Okay, so, wir haben ja hier einen Shortcut. Nervig und Level up und Gnome Tag, aber nicht so nervig wie er. Okay, instant zerstört mit Magie. Okay, what the fuck, ja. Lord, what the fuck. Cool. Aber Charlotte hat uns, glaube ich, dann direkt gleich geklänzt, ne? Sonst hätte man einen Schrumpfhammer benutzen können. So. Kann man da durch, kann man da durch. Jawohl. Statue. Egal. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Kohle. Wo müssen wir denn hin? Karte, okay, wieder runter. Teufelchen, und eigentlich wollte ich euch skippen. Wunderbar. Auch Angela hat ihr Level up. Und Charlotte auch. So, hier Topf, der heilt uns. Wunderbar. Na, schauen wir mal an, die ganze Truppe steht schon da. Wir haben jetzt Jin. Willkommen zurück, ich bin wirklich froh, dass ihr wohlbehalten seid. Ihr habt es geschafft. Hattet ihr bereits Gelegenheit, mit Dom Peri zu sprechen? Natürlich, schaut mal. Take a look. Hallo, schön euch zu sehen, ich übernehme das. Ja, ne, macht jetzt ein bisschen Wind in Richtung unserer Burg. Wir sind ja schon immun dagegen, weil wir jo, sind ja schon mal umgekippt. So, das sind die ganzen Kollegen. Und gleich fallen sie alle um.
Massentier, ne? Massenvernichtungswaffen. Das ist unsere Chance. Seid bitte vorsichtig. Es könnten noch Feinde in der Zitadelle sein, die den Schlafsporen nicht erlegen sind. Bedient euch an den Vorräten in den Fässern. Es gibt Bonbons und Engelskelche, aber ja, wir haben eigentlich genug davon. 9 Bonbons und wow, 3 Engelskelche. Und wann geht's hier eigentlich weiter? Was? Naja. Dann stürmen wir mal diese Festung. Mal schauen, was noch übergeblieben ist. Ein bisschen Kohle. So, wie können wir da hoch? Können wir darauf springen? Sehr gut, Sachen sammeln. Oh, was gibt es auf der anderen Seite? Ein paar Töpfe, können wir die kaputt machen? Jawohl. Aber noch ein bisschen Geld. Na gut, dann machen wir den Topf noch kaputt. Schau mal, was da drinnen abgeht. Das übernehmen wir. Was denn? Gut, ich sag die Karte. Okay, schauen wir erstmal hier. Keine Gegner. Sachen sammeln, sehr gut. Tote Amazone. Und eine Kiste. Mit ein bisschen Geld. Na gut. Dann schauen wir uns den anderen Teil an. Da gibt es eine Statue, habe ich gesehen, aber. Ne? Sonst. Eh nichts. Noch mehr Kisten. Mit noch mehr Bonbons. Jetzt haben wir, weiß ich nicht schon, ich glaube 60 oder so. Ich glaube, die werden wir niemals irgendwie brauchen. So, wer bist du? Seid vorsichtig, okay. Tja. Und du? Übernehmen wir. Ja, sie hat auch ordentlich schon übernommen. Nichts zu tun für uns, oder? Oh! Endlich! Assassinen! Was auch sonst? Oh shit, ouch. Ja, das hat ganz schön weh getan. Shuriken. Okay. Das war schon besser. So. Schauen wir noch auf die andere Seite, huh? Bevor es da weitergeht. Überraschung. So, gibt's hier was? Kiste oder so? Nein. Okay. Hat sich scheinbar nicht gelohnt, na dann schauen wir mal, was hier ist. Wir übernehmen das. Jo. Sagt die Karte. Haha. Wusste ich doch, hä? Huh?
Ja, noch mehr Bonbons. Ist hier drüben noch was? Was gibt's hier? Noch eine Kiste. Mit Schokolade. Aber Scheiße, nimm ihr Sterne her. Aha, Schwert des Bösen. Ach so, was gab es in Secret of Mana? Einfach so herumfliegende Schwerter. Und auch super nervig immer. So, da hinten sehe ich eine Kiste. It's a trap. Fuck. Okay, nochmal. So, da muss aber wenigstens irgendwas drin sein, oder? Fucking Engelskelch. Tja, hätte man es gleich sparen können mit den Schlafsporen, ne? Wenn es eh nichts bringt. Mehr Bonbons. Sieht nach Hawk aus, hm? Was machst du schon wieder hier, Junge? Chill. Moment, es ist nicht so, wie du denkst. Ich bin Adler und ja, ich war mal ein Dieb, aber das bin ich nicht mehr. Ich bin auf der Flucht. Dem Ganzen ist eine furchtbare Thronräuberin namens Isabella schuld. Sie hat die nevalianischen Truppen manipuliert und Laurentien angegriffen. Ich bin hier, um sie aufzuhalten. Bitte, ihr müsst mir glauben. Müssen wir, hm? Danke. Ehrlich gesagt, ich kenne Isabels wahre Motive nicht. Aber eins weiß ich. Ein echter nevalianischer Dieb würde niemandem das Leben nehmen. Never ever take a life. Ich kannte sie als Isabella, aber ich habe einige Nachforschungen angestellt und den richtigen Namen der Hexe herausgefunden. Sie nennt sich Belladonna, seit sie meinen besten Freund Falk getötet hat. Und dabei hat sie es nicht belassen. Belladonna gab Falks kleiner Schwester Jessica einen verfluchten Gegenstand. Wenn Belladonna stirbt, stirbt auch Jessica. Also bitte, wenn ihr Belladonna findet, tötet sie nicht. Nehmt sie gefangen. Ich weiß, dass ihr mir nicht schuldig seid, aber... Was aber? Verstanden, ich kann nichts versprechen, aber ich werde tun, was in meiner Macht steht. Das weiß ich zu schätzen. Also, ich will euch nicht länger aufhalten. Ich gehe voraus und sehe, was ich alleine zustande bringen kann. Vielen Dank. Na dann. Ja. Wird dieser Knabe mit allen Monstern fertig werden? Vermutlich nicht. Aber da liegt schon mal einer. Und da leuchtet was. So, Healing Pot. Oh, fail. Double fail. Hm.
Jo, was war denn das gerade? Zerstört. Er ist nicht mal zu irgendwas gekommen. So, hier muss mal irgendwas Gutes drin sein, oder? Da schon 30 Typen stehen. Naja. Geld kann man immer brauchen, ne? Jawohl. Wir sind übertrieben. Wir waren schon alle tot, bevor er überhaupt noch fertig war, wirklich. Charlotte, heal mal. Dankeschön. Vor allem AOE healen, das ist besonders nice. Kriegshammer, das glaube ich was für Charlotte. Jawohl, bisschen mehr Attack und Magieangriff. Okay, wobei er sie keine Magieangriff wirklich hat, dabei zumindest. So, Freunde, einmal Wirbelhieb. Alle erledigt. So, Kiste. Okay. Speichern wir mal sicherheitshalber. Nicht, dass ich irgendwie glaube, dass wir sterben würden oder so. Riesig. Aufhören. Lass sie los. Oh, Eindringlinge. Das müssen wir Belladonna sagen. Danke, der feindliche Kommandant befindet sich in dem Raum da vorne. Überlass das Ganze einfach uns. Du musst dich ausruhen. Ja, da drüben ist eine Statue. Du hast mir schon so sehr geholfen, aber ich muss dich erneut um deine Hilfe bitten. Kein Problem. Wir kommen irgendwann drauf zurück. Keiner da, hä? For boss time. Oh shit. Ouch. Ouch. Ist
das Formwandler. Oh shit, hä? Jo, verrecken die mal. Ja. Okay, ich hab ich. Scheiß auf die. Jo, what the fuck. Machen wir ein bisschen Damage. Jo, Charlotte. Oh, fast 500 Damage gerade gemacht. Oh mein Gott, ist das nervig. Oh. Scheiße. So, hier. Dann. Angela auch krepiert, okay, schön. Jo, kann ich mal irgendwas wieder machen? So, ich glaube, wir machen mal hier das Ding. 260 Schaden. Und diese Axt. Oh, wir haben da den ganzen Blödsinn, ne? So. Jo, ich kann gerade nicht meine Dings da ändern. Scheiße. Ich glaube, Charlotte, glaube ich, hielt gerade nicht. Ganz schön. Anstrengend der Kackboss gerade, ha? So, was haben wir da noch? Wurfpfeil. War jetzt nicht so wild. Was haben wir denn eigentlich noch? Ich sehe gerade, wenn wir. Okay, erstmal healen. Und. Was machen wir mit dem Windelementar hier, oder? Oh shit, jetzt habe ich es auf. Fucking useless Charlotte gemacht. Na gut, pass auf.
nehme hier so eine Walnuss und gebe die Charlotte. Mal schauen, ob es irgendwas hilft. So. Heilen. Und du kannst jetzt auch ein bisschen Damage machen, ne? Okay, 85. Schade, das kopiert. Angela wird auch gleich krepieren. Okay, ich glaube Safety first. Wir beleben beide wieder. Und jetzt wisst ihr auch, warum man irgendwie 9 Dingen, also 9 von jedem Gegenstand mitzahlen kann. Stell euch mal vor, wir hätten keinen Heal und so. Kannst du killen wahrscheinlich nicht, ne? Oh, wir sind schon wieder alle am Verrecken. Total übertrieben, was hier schon abgeht in dem Raum. Aber wir haben ihn gleich. Puh. Das war ganz schön. Verglichen mit den anderen war das ganz schön heftig. Aber verglichen mit dem, was noch kommt. Und war es gerade mal 4000 XP. Puh. Ja, obere Zitadelle. So, und jetzt schauen wir. Gegenstände. Warte. Füllt das automatisch wieder auf? Scheinbar, ne? Oder hat man doch zu viel? Ah, was weiß ich. Okay, naja, speichern halt von mir aus, ne? Mal schauen. War es das schon oder kommt noch was? Die zwei sind auch übertrieben. Und das 2 wird einer. So, mach mal irgendwas. Mach mal Windelementarschaden wieder auf uns. Oh, toll. Resistent. Okay, können wir dann Erdelementarschaden auf uns machen? Hat schon mal nicht funktioniert, hä? Huh? Na, ist Charlotte krepiert. Angela krepiert.
So, ich hoffe, unser Ding hält nicht mehr allzu lang, weil wir machen überhaupt keinen Schaden. Okay, es ist weg. Also, Erddingens auf uns. Na toll, ist auch Resistenz dagegen. Ein super Angriff, schauen wir mal, ob das Ding jetzt auch weniger macht. Ja, natürlich. Nice damage, Charlotte. Okay, jetzt stell dich mal vor, wir hätten keinen Heal. So, okay, unser Erddings ist endlich weg. Angelus krepiert, oh shit, wir machen kein Damage wegen Rüstung. Kacke. Okay, beide sind gerade krepiert. Nicht wiederbelebt. Oh Mann, hey. Wir kommen aus dem Heal und so gar nicht raus. Echt übertrieben. Autsch. Okay, Shoki mal auf uns. Und dann beleben wir Dingsterbums da wieder. Oh mein Gott, hä? So. Wie, was macht das Ding da? Okay, nichts Besonderes. Wir heilen. Und nochmal. Und dann geben wir Angela eine fucking Walnuss. Damit die ein bisschen zaubern kann. Das Ding. Charlotte wieder down. Holy fuck, ich kann mich gar nicht raus aus dem Healen. Yeah.
Okay. Nein! Oh Mann, ey. Scheiße, die haben uns echt den Arsch aufgerissen. Die sind auch im Original übertrieben schwer am Anfang. Na gut. Können wir eigentlich da nicht irgendwie was anderes noch? Lohnt sich da irgendwas Stärke 350? Das Ding ist halt aber, die sind ja irgendwie so Erd- und Windresistenz, ne? So, probieren wir mal. Resistance. Gut Damage, so Charlotte Heal. Wirbel Heal. Macht überhaupt kein Damage. Test genommen. Also. Oha, 400 Damage. Hab ich gesehen. Nein, 400. Okay, teilt sich. Ich treffe von dem. Naja. Gut, beide wieder krepiert von uns, aber macht nichts. Dabei stehen wir ja besser da als vorher. Thank you.
bewusstlos. Wo ist Grant? Einen haben wir gleich. Okay, Ben ist down. Jetzt sind noch Billy. Okay, finish him. Und da sind sie down, die beiden Bastarde. Ja, war nicht übel. Das wirst du noch bereuen. Verzeiht uns, Belladonna. Und weg sind sie. 5000 XP. So. Okay, wir sind eh alle voll. Schauen wir mal, was ausbildungsmäßig geht. Stärke, okay. Stärke ist wieder Max, dann... Ja, ne? Gut, und die anderen? Geist, Max. Und Int. Und schade, selbe Spiel. Verleihte Waffe eines Verbündeten Wasser-Elementarschaden. Jo, aber wir haben noch nicht und Feuer-Elementarschaden, aber wir haben eben noch nicht den erforderlichen Geist dafür. Okay. Wer bist du? Ich bin Belladonna, Dienerin seiner dunklen Majestät. Was? Ich habe keine Verwendung mehr für die Zitadelle. Macht mit ihr, was ihr wollt. Dankeschön. Mit eurer Hilfe konnten wir die Zitadelle einnehmen. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken. Das Königreich wurde zurückerobert, aber mein Vater ist für immer fort. Klingt, als hätte Belladonna Neval hinter den Kulissen manipuliert. Wir sollten uns vor ihr Liebe in Acht nehmen. Aber wird Lorenzin das schaffen? Ich meine, wir wissen nicht, wann diese Kerle vielleicht wiederkommen. Die Verteidigungsanlagen der Zitadelle wurden nach dem Feuer von Neval zum großen Teil wieder instand gesetzt. Wir können uns wehren, Eure Hoheit. Das Königreich Lorenzin wird sich nicht mehr überrumpeln lassen. Schön für euch. Und die Schlafsporen haben bei uns auch keine Wirkung mehr. Als nächstes werden wir einen Trupp aufstellen, der nach Prinz Elliot sucht. Euer Hoheit, wenn ihr doch nur hier in der Zitadelle bleiben und euer Volk führen würdet. Tja. Ich weiß, dass ihr euch um Prinz Elliot sorgt, Kommandantin. Ihr könnt die Zitadelle uns überlassen. Setzt bitte eure Suche fort. Oh, danke schön. Wir wissen, dass es nicht in eurer Art liegt, untätig in der Zitadelle zu warten. Während andere Amazonenwachen versuchen, den entführten Prinzen aus den Fängen des Feindes zu befreien. Juhu. Nicht wahr? Richtig. Lisa und auch alle anderen. Danke. Ich werde Elliot finden und ihn zurückbringen, damit wir Lorenzin gemeinsam wieder aufbauen können. Bis dahin vertraue ich euch die Zitadelle an. Gute Reise, Kommandantin. Tja, so kann man auch auf den Thron kommen, hä? Ich breche wieder auf, um die Suche nach meinem Bruder fortzusetzen. Danke für alles, was ihr getan habt. Auf, dass wir uns wiedersehen. Danke. Hoffentlich findest du ihn bald.
Tja, damit hätten wir das Windelementar gefunden. Wir sollten dann wohl nach Valsine zurückkehren und seine Majestät aufsuchen. Okay. Begib dich nach Valsina. So, das ist immer noch nicht offen. Scheiße. Was ist mit den Agenten passiert? Nicht irgendwie schneller. All the way down. Na gut, schau mal, kann man ich auslassen. Schaut gut aus. Aber ich vermutlich nicht, oder? Oder doch? Sind eh schon alle fast in One-Shot. Scheiße. Falscher Weg. Fuck. Und jetzt war ich irgendwie doch froh, dass wir so viel Healing-Zeug hatten. Ha? So, ich glaube, da müssen wir runter. Jo. Kann man da nicht irgendwie abkürzen? Naja. Toll. Da können wir abkürzen. Mach's kaputt. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, was wir eine Herberge irgendwo finden. Unsere Samen pflanzen. Dann sollten wir auch schon auf Level 2 kommen. Cutscene. Was geht ab? Hey! Du gehörst zu diesen Rabauken, die uns überfallen haben. Nimm das und das. Du kannst uns nicht täuschen. Rottet ihr euch etwa gegen diesen armen Kerl zusammen? Verschwindet. Niccolo. Bruder, ich bin's. Ja, oh, hilf mir. Niccolo? Du kennst mich? Was für eine Erleichterung. Bitte, mein Freund ist aus Neval. Aber er wurde fremdgesteuert. Das war nicht seine Schuld. Bitte verschont ihn. Na schön. Wenn es dir wirklich leid tut, dann belassen wir es dabei. Gehen wir. Danke, dass du Miez gerettet hast, nachdem du mir aus Nival
geflüchtet warst, ist alles erst richtig den Bach runtergegangen. Hey. Jo, also ich. Belladonna begann, alle Neval mit ihrer Magie zu übernehmen. Diejenigen, die ihren Plan durchschauten, bevor sie sie verderben konnte, wurden von ihren beschworenen Monstern ausgeschaltet, bis niemand mehr übrig war. Da Jessica bereits unter einem Fluch stand, zeigte Belladonnas Gedankenkontrolle bei ihr keine Wirkung. Stattdessen warf sie Jessica in den Kerker der Festung. Sie haben die Mauern verstärkt, nachdem ich dich aus den Zellen befreit hatte. Ich konnte nicht für Jessica tun, dann fiel ich der Gedankenkontrolle selbst zum Opfer. Eine üble Geschichte. Das ist schlimm. Wahrscheinlich wäre es für dich nicht ratsam, jetzt nach Neval zurückzukehren. Das ist nicht deine Schuld. Als ihre Magie nicht wirkte, hat Belladonna Jessica eingesperrt, statt ihr ein Leid anzutun. Ich bitte um Entschuldigung für den ganzen Ärger. Bis später. Okay, na schau, wir sind sogar zufällig gerade hier. So. Wir ballern da mal, ich würde mal sagen, 3 rein. Vielleicht reicht es für ein Level Up. Vermutlich nicht. Mystikerin-Keks. Mondmünze. Oh, es reicht sogar. Sehr gut. Der magische Topf hat jetzt die Stufe 2. Höhere Chance von Gegnern Samen zu erbeuten und gute Gegenstände ernten zu können. Na gut, dann ballern wir hier diese Silbersachen sammeln rein. Wow. Hat sich ja gelohnt. Not. Okay, naja. So. Wir müssen wieder nach Valsena. Na gut, machen wir das, ne? Mal wieder blechen für dich wahrscheinlich, ne? Wie viel diesmal? Oh, kostenlos. Wieso das? Hast schon genug von uns abgezogen, ha? So, überspringen. Das Mana-Schwert ist eine der Formen des Goldstabs. Oh. Hä? Wir hätten schon längst in Beißer sein können. Was soll die Verzögerung? Tja. Überraschung. Jetzt wissen wir dann, warum es kostenlos war. Was zum... Durchsuche das Schiff. Grüne Lichter, ja? Sehr verdächtig, verdächtig. Hallo? Silbersachen sammeln, okay. Was ist denn mit dem Schiff los? Ist doch cool, hier gibt's Kisten. Hier gibt's nix. Musik gibt's auch keine. Nein, nein, nein. Lass mich gehen. Ich will hier weg. Ich will nach Hause. Charlie scheißt sich schon an. Moment, was geht ab, Fee?
Ich spüre die Anwesenheit von Geistern in der Nähe, aber nur schwach. Es ist also vielleicht ein Elementar an Bord dieses gruseligen Kahns? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber haltet die Augen offen. Da kommt was. Be careful. Was kommt da? Natürlich, Zombies. Zombies und Ghule. Wieso halten die so viel aus? Ja. Noch mehr Kisten. So, da hinten gibt es scheinbar einen Shop. Spaß, oder? Ein fucking Ghoul verkauft uns was, oder? Willkommen. Bonbons, Schokolade, Venus, ja. Haben wir alles, brauchen wir nichts. Aber trotzdem danke, mein Freund. Und wir haben hier ein Level up gerade bekommen und 2 Punkte scheinbar. Kann hier Siegesheilung. Stellt nach dem Besiegen von Gegnern 10% der TP wieder her. Okay, das hört sich gut an. So, dann mal ein Stockwerk hoch. Oh, shit, Kackschleim. Aber er lebt immer noch. Okay, so. Was geht hier ab? So, da hängt ein Zettel, ha? Huh? Dort steht, stellt das Buch des Blutes, das Tagebuch des Todes, den Folianten des Fluches und das Druckwerk der Dämmerung ins Regal. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen Pussy und mache davon ein Foto. Weil ich bin, glaube ich, zu dumm, mir das zu merken. Schauen wir mal. Also Blut, Tod, Fluch und Dämmerung. Blut, Tod, Fluch, Dämmerung. Titel lautet Schriftrolle der Sterne. Und du? Blut. Okay. Die Frage ist aber, wo sind die anderen? Oh. Was war's? Fuck, ich hab's schon wieder vergessen. So. Kleiner Cheat. Also. Blut. Tagebuch des Todes. Okay, das da ist das dritte. Also schauen wir, wo wir noch welche finden. Verarschen schon die Kisten, ne? So, was haben wir da? Tagebuch des Todes, warte. Blut, Tagebuch des Todes, jawohl. Ich weiß zwar gar nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber irgendwas habe ich in Erinnerung.
So, war das dritte Buch. Gut, und das letzte liegt ja auch irgendwo. Jo, der Verkehr. Schauen wir mal, ob das jetzt so richtig war. Nein, der Titel lautet Schriftsteller des Sterne, das interessiert mich nicht. Wer ist das letzte? Und das Druckwerk der Dämmerung. Schauen wir mal, ob wir das finden. Aber. Erstmal den Zombie hier. Können wir da rein? Und das ist ein Waffenhändler. Hast du was Gutes für uns? Jawohl. Okay, und den Kriegshammer haben wir schon. Haben wir uns 2800 erspart. Wie ihr seht, das kostet schon ganz schön. So, und hier ist der Rüstungsshop auch noch. Der wird sicher auch für uns haben. Okay, die haben wir schon. Die ist für Angela und für Charlotte. Zwar nicht ein großes Upgrade, ne, aber was soll's. So, wie schaut's aus mit dem letzten Buch oder so? Gut, hier ist nichts. Da geht's auch nicht rein. Danke. Da geht's noch rein. Ist hier das letzte Buch? Oder müssen wir wirklich das andere dort? Da liegt noch ein Buch. So, Druckwerk der Dämmerung, okay. Es klingt, als hätte sich irgendwo eine Tür geöffnet. Wunderbar. Das heißt, wir gehen dort nochmal zurück, ne? Aber was hat's mit dem Buch? Also das ist auf jeden Fall jetzt offen. Was passiert, wenn ich das... Okay, das habe ich mir fast gedacht. So, was geht hier ab? Na nun, ist es etwa das Logbuch des Schiffs? Tot, 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 tot. Holy shit, hä? Zerläuft seinem kalt den Rücken runter. Hallo? Martello. Ich bin's, Martello, Anhänger des Übernatürlichen. Ich habe mir einen Traum erfüllt. Bin ein Geist geworden, aber nachdem ich es jetzt ausprobiert habe, gehe ich wohl wieder nach Hause. Okay, den kennen wir ja. Und jetzt seid ihr mit dem Ausprobieren dran. Lebt wohl! Moment mal, wie bitte? Und wir sind gestorben. Auf keinen Fall. Ich kann noch nicht den Geist aufgeben. Hier, das Leben ist einfach nicht fair. Looks like whatever curse that
Was auch immer mit immer diesen Mann verflucht hat, es scheint auf dich übergegangen zu sein. Wenn du verflucht bist, kannst du das Schiff erst wieder verlassen, nachdem du den Fluch an jemand anderen weitergegeben hast. An jemand anderen weitergeben? Hey, was soll das? Lass dich mich etwa zurück? Wirklich? Idioten. Jerks. Ist das wirklich von Belang? Du hast doch darüber nachgedacht, mit einem deiner Freunde den Platz zu tauschen. Leugnen ist zwecklos. Erwischt. Wer oder was auch immer für diesen Fluch verantwortlich ist, befindet sich auf dem Schiff. Der Rest der Gruppe sollte danach suchen. Ich zähle auf euch. Ich bleib dann mal hier, für den Fall, dass jemand meinen Platz einnehmen und mich suchen lassen möchte. Ich will nicht hier um... Blablabla. Okay, also das Ding ist, wir sind jetzt nur noch zu zweit und das blödere Ding ist, dass die beiden ja hier eigentlich so gut wie keinen wirklichen Damage machen. Also ich glaube, man konnte im Original konnte man sich so oft ja aussuchen, wen man denn gerade opfern möchte. Und da hätte ich nämlich Angela geopfert, weil eben Charlotte unsere Healerin, ne? Lohnt sich das? Gibt's da hinten was? Irgendwie das Bild würde mich interessieren. Na gut. Oh mein Gott, 20 Damage. Und wir sind voll am Verrecken. Oh Mann. Na, das kann ja lustig werden. Na, lass mal Charlotte in Ruhe. Okay. Hat natürlich eh nichts gebracht. So, was ist hier? Eine Kiste. Können wir da rüber? Nein. Nicht klar. So, hast du wieder so eine Fake-Kiste. Jo, die hat gerade 200 Schaden gemacht in Charlotte, fuck. Und 200 an mir. Ja, okay, wir werden dich mit Magie killen wollen. Sonst wäre man nie fertig. Easy peasy, sagt sie. Was auch schade ist, in Secret of Mana haben ja Level, also Zauber und Waffen gelevelt, ne? Das gibt's hier scheinbar halt auch, oder gibt's halt hier nicht. Das heißt, Zauber und alles wurden halt auch, je öfter man sie benutzt hat, desto stärker wurden sie, ne? Was hier leider nicht so wirklich der Fall ist. Wer seid ihr? Yeah.
Boah, 800 Schaden. Not bad. Easy peasy. Was haben wir hier für ein Buch? Dort steht, lass die verlorene Seele frei, um eine Katastrophe abzuwenden. Statue speichern. Damage. Wie schaut's aus mit Level Up? Hey, wir bräuchten ein bisschen Mana wieder. Ja, dauert noch, scheiße. Okay, nein. Kein Bock zu kämpfen mit euch beiden. Was haben wir hier? Gar nichts, okay. Und hier? Auch nichts. Na gut. Oh shit. Willkommen auf meinem Schiff der wandelnden Seelen. Hallo. Lass die Person gehen. Heb deinen Fluch sofort auf. Es gibt nur eine Möglichkeit. Besiege mich. Nein, ich will nicht. Wir haben gar nichts. Wir können Mana, keine. Oh Gott. Okay. Jo, Charlie ist direkt verreckt. Gova. Okay, aber dürfte scheinbar nicht so viel HP haben. Wie viel Damage macht das? 700. Toll, verkackt oder was? Jo, komm, verkack mich dauernd. Oh Mann, ich glaube, ich hätte mehr Walnüsse kaufen sollen. Oh, ist das nicht dein Ernst, oder? Soll das Charlie kapiert dann dauernd? So, wir heilen uns mal, dann. Sowas. Ich hoffe, das reicht, weil irgendwie Mili oder so haben überhaupt keine Chance, glaube ich, mit den beiden. Oh,
Okay. Ich belebe mal Charlotte sich jetzt halt wieder, auch wenn sie useless ist. So, kommt Damage her. Mich wechseln. Bonbon. Und weiter spammen. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Oh, okay. Ist okay. Und wir beleben, glaube ich, Charlotte doch wieder. Nur für den Fall, dass wir irgendwie doch sterben. So, was haben wir dann noch? Wie viel Damage macht das? Oh, nicht schlecht. Raus damit. Oh, nicht genug Mana. So, wo ist das Ding? Reicht's? Okay, es reicht. Puh. War zwar nicht ganz so schwer, aber ja. Stirb. Level up für die beiden. Und das ist Shadow. Ihr habt meine verwandelte Seele freigelassen. Es wäre mir eine Ehre, euch meine Kraft zu leihen und diese Person von dem Fluch zu befreien. Beziehungsweise Umbra, beziehungsweise in Secret of Mana Nocturne. Kraft vom dunklen Elementar Umbra erhalten. Das sieht cool aus, hä? Puh, endlich. Danke, Leute. Jo, Gott sei Dank. So, Dunkelelementarmagie. Finster Säbel verleiht der Waffe eines verbündeten Dunkelelementarschaden. Magiebann hebt alle Magieeffekte eines Gegners auf. Und Tor des Bösen verursacht Dunkelmagieschaden. In Secret of Mana gab es den Geist nur für einen, nämlich für die Koboldin, weil sie eben so Dark Magic hat und die andere eben Licht, ne? Dafür gab es für die andere einen, was für die andere eben nicht gab. Umbra, wenn du hier bist, heißt das, der Dunkelstein ist auch auf dem Schiff? Leider ist der Dunkelstein verloren gegangen. Eventuell befindet er sich gar nicht mehr in dieser Welt. Als die Welt drohte, von einem Krieg vernichtet zu werden, wie es ihn seit dem Aufstieg der Bene Gordona nicht mehr gegeben hatte, aktivierte die immer weiter zunehmende Finsternis, die die Welt verhüllte, die Kraft des Dunkelsteins. Power of the Darkstone. Und dann? Was ist mit dem Bene Gordona der Dunkelheit geschehen?
Es ist, wie ihr vermutet hattet, die Menschen versuchten, die Energie der Mana-Steine zu nutzen, um der Welt Frieden zu bringen. Doch es hat nicht sein sollen. Schon bald kämpften sie um die Kontrolle eben dieser Energie. Dunkle Mächte nutzten dies zu ihrem Vorteil aus und schon bald stürzte die gesamte Welt in einen totalen Krieg. Hat der Priester des Lichts... Das Siegel auf dem Dunkelstein wurde gebrochen und die Kreaturen der Finsternis, darunter auch der Benimodona, brachten die Welt an den Rand der Zerstörung. Seitdem ist der Dunkelstein verschwunden. Er ist für die Bewohner dieses Reiches verloren. Da man mir mein Zuhause geraubt hatte, war ich gezwungen, viele lange Jahre auf diesem Geisterschiff die Meere zu befahren. Du Armer. Weißt du, was mit dem Benevoloner der Dunkelheit geschehen ist? Wie ist die Welt der völligen Vernichtung entgangen? Ich weiß es nicht. Der Benevoloner und die Kreaturen der Finsternis sind einfach so verschwunden. Was? Seitdem sind viele, viele Jahre vergangen. Die Welt hat sich erholt, doch leider ist der Benevoloner nicht für immer verschwunden. Ich glaube, das Monster könnte den Dunkelstein erneut aufgesucht haben. Vielleicht wurde er sogar wieder aus der Finsternis zurückgesandt. Ich fühle seinen Schatten in diesem Reich. Obwohl die Menschen also keine Möglichkeit haben, selbst Mana-Energie zu verbrauchen, könnte die Tatsache, dass sie so knapp geworden ist, mit dem Dunkelstein zu tun haben? Also warum? Jo, was geht jetzt ab? Nachdem die Seelen zerstreut wurden, gibt es für dieses Schiff keinen Platz mehr auf dieser Welt. Moment mal, wie bitte? Und wir gehen unter und wir sterben und alles ist vorbei. Oder? Ja. Das Vulkan sieht aus, als könnte er jeden Moment hochgehen. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Tja, wo sind wir hier? Insel Boika. Oh, die Dinger kenne ich auch. Finde eine Möglichkeit, von der Insel Boika zu entkommen. Na, wer bist du? Nanu? Eine fette Schildkröte. Also das riesige Ding im Wasser gesehen. Was war das? Okay. Aber ich würde sagen, ich speichere jetzt. Speichert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.